Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Folge 94 von Agrarian Skies. Ja, erstmal habe ich ein paar Angry Zombies noch gefunden und zweitens hätte ich jetzt gerne Bone Sword, weil ich nämlich was gesehen habe. Und zwar, wenn wir nachher, also ihr seht hier 8 Stück, obwohl irgendwie hatte beim letzten Mal 2 angerechnet, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich stand auf jeden Fall noch ein bisschen rum. Und zwar, wenn wir hier bei Bragging Rights hier diesen Winged Fire Demon killen wollen, müssen wir nochmal mehr Pedestrials aufstellen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Blood Shards. Also werden wir jetzt einfach die mit dem hier killen. Und hoffen, dass ein paar Blood Shards bei rüberkommen. Zieht mir natürlich die ganze Zeit Blut hier aus dem System, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Chuck, chuck. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir demnächst noch unsere netten kleinen Angry Zombies zusammenbekommen. Dann sind wir nämlich damit auch durch und ihr könnt noch ein bisschen zugucken, wie ich hier Dümpfe verbreite und so, ne? Also mache und... Naja, ihr wisst schon Bescheid, ihr wisst schon Bescheid, ihr wisst schon Bescheid. Och, dass die Zombies aber auch ständig sterben, wenn sie hier runterfallen. Ist doch doof. Ich meine, wie soll man da, ne? Sowas hinbekommen. Okay, das sind jetzt alles keine Angry Zombies, aber wenn mir ein Angry Zombie hier vor der Nase sterben würde, wäre das natürlich auch ziemlich doof. Ziemlich doof sogar. Hallo? Hallo, 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 hallo. So viele Zombies. Gib mir Angry Zombies. Nein, sowas meine ich. Genau das meine ich. Da ist doch gerade ein Angry Zombie gestorben. Da ist einer. Ja, 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 ja. Haben wir es jetzt schon? Hat er auch wieder 2 angerechnet? For the holding, open. Monster. Yes! Hellish creatures. Wir sollen ein Blaze, ein Ghast, ein Hellfish. Ne, 10 Hellfish. Ja, ich würde sagen, machen wir uns mal auf in den Nether, oder? So spontan. Aber vorher sollte ich vielleicht das Schwert deaktivieren. Und vielleicht mal gucken, wie viele Blood Shards wir haben. Wir brauchen, glaube ich, nochmal 6. 4 haben wir. Dann nehmen wir das Schwert einfach mal mit in den Nether. Mein Gott, was soll schon passieren? So, und wenn wir mit der Sache durch sind, können wir uns mal um die Bienchen noch kümmern. Da will ich mich auch noch ein bisschen was machen. Wir haben ja alles schon vorbereitet. Ich meine, ist ja relativ schnell erledigt, hab ich doch. Nur mal so ein kleiner automatisierter, keine Ahnung, 8 Bienenstock-Dings. Und dann können wir nämlich anfangen zu züchten. Da ist ja auch noch einiges zu tun. So. Hallo, die Herren. Ich nehme jetzt erstmal den hier, den Cleaver. Und wir wandern eine Runde im Nether rum. Wahrscheinlich kriegen wir gleich auf die Schniss. Wow. Habe ich den jetzt fast gehauen. Okay, was brauchen wir denn an Hellish Creatures? Blazes, Ghasts, Hellfish und Imps. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach mal Richtung... Hatte ich nicht irgendwo einen Punkt, wo ich eine Festung hatte? Nee, war so. Festung? Festung? Hallo? Festung? Wo bist du? Man kann allerdings dazu sagen, ich bin schon ziemlich doof. Weil, ich habe jetzt nicht mal volle Rüstung an. Aber vielleicht wird es so ein bisschen spannender, ne? Mia hat gesagt, ich könnte ja mit einem Steinschwert und einer Holzrüstung rumrennen, um die ganze Sache ein bisschen spannender zu gestalten. Ganz so spannend möchte ich es dann aber eigentlich doch nicht gestalten. Also, man muss es ja nicht übertreiben, ne? Und ich weiß, dass man auch so schon sehr, sehr gut sterben kann hier. Ich weiß doch, dass hier in der Umgebung eine Festung war, Mensch. Bin nur einfach wieder viel zu doof. Das ist das normale Portal? Da ist doch eine Festung. So. Aber eigentlich sollen wir hier... Also, die Festung ist eigentlich nur für die Ghasts interessant. Wow, hier geht's ganz schön runter. Hallo die Herren, wie geht's Ihnen so? Fusewood Leaves. So. Ghasts, wo seid ihr? Oh, eine Truhe. War ich da schon? Yep. Ah, verdammt. Wüt. Wüt. Hui. Und ein riesiger Lavasee. Oh, ein Imp. Hallo, Herr Imp. Tschüss, Herr Imp. So, ein paar Imps sollen wir auch killen, ne? Yep.
Ja, er zählt die doppelt, warum auch immer. Also ich check's echt nicht. Ich meine, mich stört's jetzt nicht wirklich. Dadurch sind wir bei weitem nicht so lange unterwegs und müssen nicht 600 Gas... Oh, ein Skelett. Komm mal her. Ah, Bloodshards. So, irgendwo... Also ich könnte natürlich auch in der Overworld Blazes killen. So ist es ja jetzt nicht. Aber vielleicht sollten wir uns mal Gas suchen. Wie weit ist das Portal weg? Weit genug, dass wir auf keinen Fall mehr von der Fackel affected sind. Okay. Hallo? Hast du auch einen Bloodshard gedroppt? Nö. Natürlich nicht. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass meine Flugfähigkeit plötzlich nachlassen. Wo seid denn... Wenn man keine Ghasts haben will, ja, dann sind die ständig irgendwo unterwegs. Aber sobald man welche sucht, bam, keins mehr da. Hallo, Ghasts. Wir sind inzwischen 400 Meter vom Portal weg. Also hier sollten eigentlich ganz normale Droprates sein. Ich meine, ich kann jetzt auch anfangen, hier einfach mal ein bisschen zu buddeln. Und zu hoffen, dass so eine Hellfish-Viecher rauskommen. Vielleicht machen wir das einfach mal. Hier mit meiner Super Pickaxe. Ja, hier mache ich nur Löcher in den Boden. Okay, das war's mit der Pickaxe. Verdammt. Hier muss sich doch was... Ja, natürlich. Mit Gift. Du willst mich doch verarschen, oder? Ja, und Spinnenweben, na klar. Krass, ey. Drei Stück. Meine Güte. Sonst nichts zu tun? So, jetzt kommt aber. Hier, komm, Ghasts, bitte. Ich kann mir auch einfach einen Imp fangen und einen Ghast. Wahrscheinlich auch bald tun. Dann spawne ich in der Oberwelt Ghasts und dann ist alles... Was ist denn das? Voll der Grat. Hallo, Herr Hellfisch. Hallo. Hallo, du kleiner Süßer. Ja, hallo. Wow. Kann er schießen? Oder war das ein Ghast? Fermented Spider Eye. So, ich muss... Der hat ein Boot gedroppt, na klar. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwann ganz schnell mal, kein Leben mehr habe und dann hier einfach krepiere, weil ich irgendwas umhaue. Lava, Lava, Lava. Ich weiß, wir fliegen wieder Richtung Portal, aber ich will halt auch nicht 6 Kilometer von weg sein. Ist hier irgendwas... Das ist doch auf normal. Was ist denn da das Problem? Ja, toll, toll, toll. Euch brauche ich nicht. Ich höre Gast. Ich höre Gast. Wo bist du? Gasti. Schnupsbus. Wo bist du? Hallo? Mr. Gast. Oh. Die haben teilweise echt richtig fiese Eigenschaften. So. Ich habe den Gas trotzdem nicht gesehen. Nur gehört. Nur komm schon. Weißt du, du schießt auf mich. Wow. Muss noch einiges geladen werden, so wie es aussieht. Ach, Mensch. Ach ja. Das ist so toll. So eine Killing-Task, die einfach so völlig unsinnig ist. Oh, 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 oh. Hallo, Gast. Oh. Von wo kommt der Ball? Von oben. Ah. Hallo, Herr Gast. Hallo, Herr Gast. Hallo. Hallo.
Was auch immer ich jetzt... ich habe die Gas-Tiers gefangen, okay. So, für wie viel Gas zählt das? 50%? Ja, der zählt die Tatsache alle doppelt. Krass. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich meine, gut, wie gesagt, das ist nur von Vorteil für uns. Wer kann jetzt hier schießen? Du hier? Equilibrium, Berserker, Gas, Ninja, ja. Sieht so aus. Was müssen wir eigentlich noch? Blazers? Okay, die können wir oben killen. Gas brauchen wir, Hellfisches brauchen wir und Imps brauchen wir. Keine Spinnen. Obwohl mich das auch ein bisschen wundert. Vielleicht kommt da noch eine zweite Task so von wegen. Und jetzt bitte Spinnen töten. Ein zweiter Gast, ein zweiter Gast. Bitte, bitte, nur ein zweiter Gast. Ja, voll die Überspinne. Gasti. Gasti, 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 Gasti. Oder ein paar Imps oder so. Oder ein paar Höhlenwürmchen. Er kommt schon. Ihr wollt mich doch alle killen. Gibt's doch zu. Ihr müsst auch mal rauskommen. Verstecken ist doof. Die Folge wird wahrscheinlich heißen, Sebi fliegt 20 Minuten durch den Nether und erreicht absolut überhaupt gar nichts. Ätzend. So. Mal eine kurze Landung. Das hier raus. Und in die Hand nehmen. So, und in der Zeit können wir hier einfach mal ein bisschen rumgucken, was hier... Boah, Ultra-Repulsing, bla, irgendwo... Oh Gott, ich muss aufpassen, dass mich hier keiner runterschmeißt. Das ist das Gefährliche. Gravity Cloaking, Weber Sapper, One-Up Darkness, krass. Ja, also, wenn man so richtig fiese, feindliche Mobs haben will, sollte man sich sowas in den Keller stellen. Das macht's auf jeden Fall besser. Leute, 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 Leute. So kann man es natürlich auch spannender gestalten, indem man im Nether ohne Jetpack unterwegs ist. Super Ding. Irgendwo Imps oder so zu sehen? Nö. Aber langsam, aber sicher füllt sich unser Jetpack wieder auf. Das ist gut. Es wird immer voller. Schon 7,5 Millionen. Aber das verbraucht sich auch unheimlich schnell, finde ich. Also, wenn man so viel durch die Gegend fliegt, krass. So, wie weit sind wir vom Portal weg? 400 Meter. Ja, reicht mir jetzt erstmal so. Wieder ans Schwertchen und... Tschui. So, die Herrschaften. Wir hatten noch nicht, wer will noch mal? Riesiger Lavasee. Ja, natürlich. Und riesiger Lavasee-Bug. So, hier ist auch auf jeden Fall Festung. Aber irgendwie ziemlich kaputte Festung. Ja, das bringt natürlich gar nichts. Wir können ja mal ein bisschen in der Festung rumschleichen. Eigentlich spawn ich... Oh, 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 oh. Hallo? Sorry. Hallo? Ich will hier nicht irgendwo feststecken. Oh Gott, hier ist ein Chunkfehler. Krass. Warum ist hier ein Chunkfehler? Komme ich hier überhaupt durch? Nein, nicht wirklich. Übel. Und was für ein Chunkfehler? F3A? Oh oh. Oh oh. Das macht mir jetzt große Sorgen. Ich wollte jetzt auch nicht hier 6 Stunden in einem hängenden Bildschirm rumhängen. Drei. Irgendwas in der Richtung war das doch, oder? Ich sehe schon, dass ich gleich irgendwie runterfalle oder so und tot bin. Ach schön, er baut die Chunks wenigstens wieder mit Chunkfehler auf. Klasse, finde ich super. Jetzt können wir gucken. Und ich höre den Gast. So.
nehmen wir dich hier, gehen wir hier einfach mal unten drunter und gehen hier rum und da lang. Hier sind wieder, oh Gott, so, mal kurz hier F3 ausmachen, das nervt ja. Hier war doch gerade eben irgendwie sowas Blaziges, oder? Ja, hallo! Hallo, Herr Blaze. Und der nächste Herr Blaze gestorben. Man, im Normalfall stirbt Blaze aber nicht so schnell. So. Wie viele Blazes haben wir denn jetzt schon angerechnet? 6 Stück, ja, sag ich doch. Der rechnet alles doppelt. Why so ever? Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kommt. Aber ich glaube, wenn wir hier lang gehen und dann links lang, mal davon abgesehen, dass da oben so ein super explosive Creeper rumgammelt irgendwo. Da unten gammelt er. Die Schweinebacke. So, ja, aber das waren jetzt immer noch nicht alle Blazes. Das war erst ein Ghast und irgendwie... Oh, Mann. Ich hätte gern auch Hellfishes, ne? Das wäre jetzt... Diese Rare-Zombies gehen mir so auf den Kranz. Da sind Magma-Cubes. Die bringen mir auch... Oh, haufenweise... Hallo, Jungs. Kommt mal her hier, alle. Ein bisschen Spannung reinbringen. Und Wither. Schön verwizard. Ich sollte vielleicht mal was essen. Also ich sehe jetzt auch nicht wirklich, wie das hier zu was führen soll. Zu was Sinnvollem. Jetzt sind wir auch schon wieder zu nah am Portal, als das was spawnen könnte, mal davon abgesehen. Boah, krass. Die ganzen Pick-Zombie-Dinger. Oh. Oh. Wo ist der Ghast? Wo ist der Ghast? Spinnen? Ja, ja, ich höre dich. Ich weiß, ich würde nur gern wissen, wo du bist. Gasti, wo bist du? Im Normalfall müsste auch schon auf mich geschossen haben. Das ist ja das Schlimme daran. Ich stehe bestimmt in irgendeiner Wand fest oder so. So, da kommt eine Fledermaus irgendwo. Ja, da. Hallo. Tschüss. Ah, jetzt fliegt man hinterher. Tschüss. Ja, wir sind mittlerweile schon eine gute Viertelstunde im Nether unterwegs und irgendwie ist das, was man zu finden hofft, nicht da. Glücklicherweise sehe ich die ganzen Pigment-Zombies hier nicht auf der Karte, das wäre ja noch schlimmer. Jetzt sind wir weg. 300 Meter, das heißt, eigentlich muss hier was spawnable sein. Thornvines. Das sah gerade lustig aus, irgendwie. So witzig geleuchtet. So. Trotz allem. Wo ist der Ghast? Wo ist die Fledermaus? Da ist die Fledermaus. Neue P-Punktchen. Nix Wichtiges. Ich glaube 256 war die Range von dem komischen Ding, oder? Hatten wir ja auf dem leider schon feststellen müssen. Oh, Moment. Da lang war ein Ghast. Wo ist er? Wo? Da. Hallo. Oh, gleich noch einer. Schön.
Da waren die Totengasts. So, hier ist noch ein Tränchen. Hier ist noch ein Tränchen. Nehmen wir alle mit. Kann man immer gut gebrauchen. So, Gasts, check. Blazes können wir oben killen. Höllenfische und Imps. Imps sind eigentlich, also die Imps können ja sogar in meiner Nähe spawnen. So, irgendwo hier ist ein Gast, oben oder unten drüber. Da steckt er in der Decke fest. Und kann nichts machen. Tja, blöd für ihn. So. Ach, hi. So. Trotz allem fehlen uns noch Imps. Und da ist schon wieder so ein hässlicher Übercreeper. Der direkt erstmal mit Wizard... Boah, fieses Ding. Aber Höllenfischchen sehe ich irgendwie total wenig in letzter Zeit. Ja, wir sind wahrscheinlich auch wieder zu nah am Portal, aber Imps müssten doch eigentlich in der Nähe des Portals gerne spawnen. Die müssten doch da Spaß dran haben. Ich meine, wir brauchen ja effektiv nicht so viel. Wo bist du? Fällt's mir gleich auf den Kopf? Nö. Wir brauchen ja nicht so viele Imps. Hallo? Hallo? Jetzt, genau das ist der Punkt. Wir brauchen keine Ghasts mehr, also was kommen? Ghasts. Ohne Ende Ghasts. Natürlich. Natürlich. Ist ja klar. Da ist eine hässliche Fledermaus. Ich wollte es halt nicht ganz so unspannend machen. Er hätte ja auch irgendeinen Imp einfangen können oder so. Das wäre ja dann eine relativ simple Geschichte gewesen, aber ich hätte ja nun auch nicht gedacht, dass man 20 Minuten durch den Nether fliegen muss. Nur um einen Kill-Quest abzuschließen. Gerade bei unserer Ausstattung. Ich meine, wir brauchen uns ja nur echt gar kein... Oh, irgendwas ist noch kaputt. Ja, der Helm ist auch kaputt. Gut. So muss es sein. Da freut man sich doch direkt besonders. Ich kann mit dem Schwert hier auch nicht blocken, oder? Nee. Vor allem haben wir schon so viele Imps mal gekillt. Ja, na klar. Natürlich ein Gast. Oh. Ja, der letzte, der ist nicht so gut gelaufen für dich, der letzte Schuss, oder? Der war kein Treffer mehr. Riesige, große Spinne. Alles viel zu feuerresistent. Okay. Oder habe ich sogar ein Imp-Dings da? Weiß ich gar nicht. Blazes, kein Problem. Und dann müssen wir halt mal gucken, dass wir irgendwie diese Höllenfische uns fangen oder so. So geht das nicht. So macht das keinen Spaß hier. Wenn ich, klar, ich könnte jetzt hier gegen die ganzen Idioten kämpfen, hier mit ihren Rare Hungering Pick Zombie of Smasher. Smashing. Hallo. Du kannst aber auch nix, Junge. Nix kannst du. Außer, dass mich jetzt natürlich alle Pick Zombies hassen. Also zumindest die in der Nähe waren. Ja, war nicht so erfolgreich, wie ich es mir hätte versprochen dafür, aber ich will jetzt auch nicht mehr als eine Folge hier im Nether rumgammeln, gerade weil es ist ja wirklich nicht mehr so spannend mit unserer Ausstattung und ich würde halt auch sagen, wow, war da ein Pick-Zombie? Tag der Herr, tschüss. Wow, du kannst echt gut was ab. Muss man ja mal sagen, krass. Ich dachte gerade, da gucken echte Viecher raus. So, ja. Leider nicht so erfolgreich, wie ich es mir gedacht hätte. Hätte ich mir, ehrlich gesagt, etwas schöner vorgestellt. So direkt bam bam bam, fertig und gut ist. Wir schmeißen jetzt mal hier erstmal die Batterie rein. Ja, wieder Pick-Zombie-Head und Wither-Skeleton-Skull und haufenweise Zeug, Imp-Leather ohne Ende. Aber, oh, Moment, deaktivieren. Es fehlen halt immer noch mindestens 4 Höllenfischchen und 3 Imps.
Die Blazes sind halt nicht das Problem, weil die können wir halt hier unten spawnen. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir irgendeins von den... haben wir Imp? Ne, wir haben nur die ganzen Imp-Leather-Sachen. Und Imp-Regnated Casings, haha. Und Import-Wasser. Und Imperial... Oh Gott. So viel Imperials, warum haben wir so viel Imperials? Krass. Wo kommen die alle her? Verdoppelt der die irgendwie? Das wundert mich jetzt wirklich. Gibt es Prinzessinnen aus Prinzessinnen inzwischen? Aber der müsste doch von der Jaded... Tatsache. Er produziert zusätzliche Prinzessinnen. Oh, da fällt mir ja was Schönes ein. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden einfach mal ein bisschen unseren unser Output an Purple Dye erhöhen und werden einfach mal 8 Stocks aufbauen, nur mit Prinzessinnen. So, wir produzieren jetzt noch mit dem, was wir hier gerade noch in der Hand haben. Also diese Dye. Basteln wir uns jetzt noch schnell ein bisschen Zeug zusammen. Bist du da? Bist du? Okay. Wir brauchen noch ein paar Wax Casts. Oh Gott, lässt mich hier alles weg. Jetzt Mist braucht doch kein Mensch. Aber wir haben wenigstens genug von den Splittern. Das ist doch schon mal schön. So. Dip habe ich noch mehr Dye? Nein. Gut, dann brauchen wir Wax Casts. Nicht Way, Wax. Oh, ich kann nicht mehr schreiben, Leute. It is nicht meine Zeit heute. Geht mal gar nicht klar. So, Waxcast. 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 Ach, wir haben nicht mehr genug Propolis, deshalb füllt er hier nicht mehr auf. Okay. Gott. Auch nicht so wild. So viel Propolis braucht man ja gar nicht. So. Wir brauchten, glaube ich, noch 10 Stacks, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir können die jetzt mal noch submitten. Submit. Und wir haben über 50%. Hey, das geht doch voran, Mensch. Und bestimmt auch wieder ein paar Tinted Drops, oder? Tinted, ja. Siehst, können wir gleich noch ein bisschen mehr Zeug machen. So, einmal kurz hier eine Flugrunde. Dosch, gelandet. Tinte rein. Gucken, ob hier noch was ist. Nein, hat man ja gerade ausgelernt. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. 95 ist es ja dann. Bis dahin. Ciao, ciao.